Wir sind jetzt beim Christoph Link Verlag. Ich treffe Christoph Diekmann zu seinem Buch Mein Abendland. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei der Buchmesse. Ja, Ihr Buch Abendland ist ja eigentlich ja, zum Teil Ihre Biografie, aber zugleich auch so ein Buch mit Geschichten deutscher Herkunft, wie Sie es nennen auch im Untertitel. Helmut Schmidt, Rosa Luxemburg, Verdun taucht da auf, Luther natürlich, Gustav Adolf, die Gebrüder Grimm. Wie prägt denn das unser Leben? Und welches geistige Erbe haben genau diese Persönlichkeiten oder auch diese Ereignisse uns hinterlassen? Ja, meine Biografie ist es nicht, aber naja, so ein bisschen schon. Als erzählender Mensch und als Reporter stehe ich natürlich vor allem für das ein, was ich selber erlebt, unterfragt und erspürt habe. Und das Buch heißt Mein Abendland und ich hoffe, der Leser bekommt so ein bisschen mit dem kleinen ironischen Abstand, das ist ja ein sehr pompöser Begriff und zurzeit auch ein sehr ideologisch aufgeladener, so Richtung Erzkonservative und Rechte und Pegida und so weiter, nehmen das für sich in Anspruch und indem ich es eben nicht genannt habe, Abendland oder das Abendland, sondern mein Abendland soll subjektiv verstärkt werden. Also es hat zwei Teile, der erste Teil ist so eine Exkursion, Reise durch die deutsche Gegenwart und der zweite Teil ist eine Reise in die Vergangenheit, beginnend bei Luther, Gustav Adolf, Brüder Grimm und so weiter. Wo kommen wir her? Man könnte den Aufbau des Buches vergleichen mit der Schilderung eines Baumes. Im ersten Teil werden Stamm und Krone geschildert, also das Sichtbare und im zweiten Teil das deutsche Wurzelwerk, aber in seinen Auswirkungen für die Gegenwart. Welches Erbe haben Sie uns da hinterlassen, geistig? Diese ganzen Leute, die Sie halt... Diese ganzen Leute? Die Sie so beschrieben haben, eben nochmal. Ja. Na, es beginnt mit Luther und Münzer. Das dürfte ja gerade in den Zeiten der endlosen Reformationsdekade offenkundig sein, dass es da gegenwärtige Bezüge gibt. Aber die Dekade heißt eben nicht Luther-Dekade, sondern Reformationsdekade. Und für Demokratiegeschichte, Emanzipationsgeschichte des Individuums hat Luther und die Reformation natürlich in seinem Aufstand gegen die damals prägenden Autoritäten eine ganz erhebliche Bedeutung. Oder weiter zu springen, die Brüder Grimm mit dem, was sie gesammelt haben, uns hinterlassen haben. Das ist für einen Reporter etwas ganz Großartiges, nämlich Volksgeschichte, jenseits großer Ideologien, sozusagen Identität von unten und Oral History, dann verschriftet. Ja, und dann geht es weiter, zum Beispiel zur Schlacht von Verdun. Die Geschichte Europas ist ja leider eben auch eine Geschichte der Kriege. Und Verdun ist die schrecklichste Schlacht des 20. Jahrhunderts gewesen. Und dorthin zu fahren und zu sehen, was davon übrig geblieben ist und zu spüren, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, in welch langer Friedensperiode wir uns befinden, gerade zwischen Frankreich und Deutschland, den ehemaligen Erzfeinden. Das ist sehr berührend, wird aber viel zu oft heute vergessen und für selbstverständlich erachtet. Das wollten Sie jetzt auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, genau. Und es endet dann mit Willy Brandt und der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, wo sich eben Ost und West höchst gerüstet gegenüberstanden, in der Gegend um Fulda, die ja im Falle eines atomaren Konfliktes zur Pulverisierung vorgesehen war. Ja, und weil ein Abendlandbuch auch eine Abteilung Morgenland braucht, wird zum Schluss des Buches mit der Eisenbahn von Istanbul bis nach Persien gereist. Das fand ich auch sehr interessant. Sie sind ja genau geboren als Nachkriegskind in der DDR und Ihr Vater war Pfarrer gewesen, Befürworter dieser zwei reichen Lehre Luthers. Ja. Und was hat das für Ihr Leben in der DDR bedeutet? Damals hätte ich mich, also ich bin Jahrgang 1956, damals hätte ich mich sicherlich nicht als Nachkriegskind bezeichnet. Nachkriegskinder, das waren welche, die 1946 oder 47 geboren waren. Oder vielleicht sogar noch im Krieg und auf der Flucht mitgeschleppt, überlebt und so weiter. Aber je älter ich werde, umso stärker merke ich, wie meine eigene Prägung natürlich auch durch mein Elternhaus und auch durch meine Großeltern erfolgt ist. Und wie viele Selbstverständlichkeiten meiner eigenen Erziehung heute schon wieder vollkommen vergessen sind. Also zum Beispiel war es in meiner Jugend selbstverständlich, ich bin bei Halberstadt auf dem Dorf aufgewachsen, Dingelstedt, die alten Frauen liefen alle in Schwarz. Nicht, weil es denen so gefiel, sondern weil die waren Witwen oder
Mütter, denen der Sohn umgekommen war. Mhm. Und auf den Anrichten der Bauernstuben standen immer so Porträtfotos mit Wehrmachtsangehörigen mit so einem schwarzen Trauerflor und so. Ne? Solche Geschichten. Mhm. Ja. Und wie hat das Ihr Elternhaus auf Sie, also Sie geprägt jetzt? Also war ja in der DDR war ja die Kirche nicht so angesehen, sage ich jetzt mal, aber es muss sie ja dann auch trotzdem geprägt haben. In der DDR war die Kirche schon angesehen, aber von der DDR-Regierung war sie nicht angesehen. Von der Regierung meine ich jetzt, ja, genau. Ganz neutral könnte man sagen, dass die DDR ein immer stärker atheisiertes Land war. Man hatte also als Pastorenkind von vornherein die Minderheitenerfahrung. Und auf dem Dorf war das nicht so ein Problem. Ich hatte eine wunderbare Lehrerin, der versaute ich jedes Jahr die 100% hier Pionierstatistik, weil ich der einzige Nicht-Pionier war. Die ließ mich das aber nicht entgelten, sondern beim Fahnenappell zum Schuljahrsschluss kriegte ich dann eben nicht dieses Abzeichen für gutes Lernen, sondern ich kriegte ein schönes Buch, was sie für mich ausgesucht hatte, über Archimedes oder Justus von Liebig. Das ist auch schön. Ja, das war wunderbar, aber dann zogen wir in die Stadt und da sah es schon ganz anders aus, zumal die 8. Klasse nahte und meine Schule musste Vorschläge machen für EOS, Oberschule, Abitur, Studium und ich wurde auch vorgeschlagen. Ich wurde abgelehnt, meine Eltern erwirkten einen Gesprächstermin bei der zuständigen Genossenkreisschulrätin und die sprach den unvergesslichen Satz, Sie tun nichts für das Volk, gemeint war, dass ich nicht in der FDJ war, da tut die Volksmacht selbstverständlich auch nichts für Sie. Das hieß, von der höheren Bildung bist du ausgeschlossen, du Subjekt, staatsfeindliches Subjekt. Na, wenn das nicht prägend ist, was dann? Genau. Genau. Sie schreiben aber auch, genau, dass wer im Südharz, wie Sie aufgewachsen ist, aus Luther- oder Münsterland, das fand ich interessant, dass Sie das so schreiben, kommt, je nach Erziehung. Also geprägt von Luther, machen Sie sich jetzt auf die Suche nach einem, nach dem endzeitlichen Propheten Münster, so haben Sie es genannt. Warum? Das fand ich nämlich jetzt auch mal interessant, dass Sie den Münzer herauskehren. Luther und Münzer standen nebeneinander in der DDR. In meiner Kindheit war natürlich Luther der Glaubensheld, der gegen Papst und Kaiser sein hier stehe, ich spricht. Und in der Schule galt der Luther immer so als Fürstenknecht. Und Münzer war sowas wie der Urahn der sozialistischen Gesellschaft. Es war eine gröbliche Vergewaltigung, weil Münzer vor allem ein Priester der römisch-katholischen Kirche gewesen ist und ein endzeitlicher Prophet, der dachte, das Himmelreich kommt demnächst auf die Erde. Und man, also ich meine, das ist natürlich ganz grauenhaft, wie der Bauernkrieg zu Ende ging mit dieser Schlacht bei Frankenhausen. Aber der Münzer nahm tatsächlich an, der Herr Christus werde auf dem Schlachtfeld erscheinen und seine 8000 Bauern, die da sozusagen mit Handfeger und Kehrblech bewaffnet waren, gegen dieses hochgerüstete Fürstenheer gewinnen können. Ne? Also Münzer ist auch so, er musste funktionieren für etwas, was er eigentlich nicht war. Münzer wurde dann aber in den letzten Jahren der DDR sozusagen degradiert, denn Erich Honecker wollte internationale Anerkennung und er merkte, das klappt nicht, wenn man so ein schmalspuriges proletarisches, revolutionäres Geschichtsbild hat und deshalb wurde Luther rehabilitiert und Bach war einer von uns und so weiter. Insofern stand das nie so als einander ausschließende Antithese im Raum. Aber für mich war es ebenfalls sehr prägend, dass ich da im Harzer Gebiet und im Mansfeldischen dort aufgewachsen bin, wo das alles stattgefunden hatte, wo Luther geboren wurde in Eisleben und die Wartburg und natürlich eben auch mit Münzer Frankenhausen und der Bauernkrieg. Genau. Sie hatten aber auch geschrieben, dass Sie so ihre eigene Geschichte so ein bisschen zweiteilig sehen. Sehnsucht nach der Welt, gefolgt von der Erfüllung. Sehen Sie die Zeit der Sehnsucht nach der Welt eher negativ? Oder hat Ihnen das etwas fürs spätere Leben gegeben? Es ist alles durch den Fall der Mauer sehr gut ausgegangen. Vielleicht war die Zeit der Sehnsucht ein bisschen zu lang. Ich hatte großes Glück, dass ich bei der Zeit arbeiten konnte als Reporter. Aber als ich bei der Zeit anfing, war ich schon 35 Jahre. Und da haben Leute, die 25 sind, heute schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich meine, wenn die Mauer nicht gefallen wäre und ich wäre in der DDR geblieben, rein spekulativ,
Und diese Abgeschnittenheit von der Welt, denn hätte mich dieses zwangssesshafte Leben doch sehr gereut und ich hätte immer darunter gelitten, was ich an Lebensmöglichkeiten verpasst habe. Eines meiner Bücher beschäftigte sich genau damit und hatte den Titel Die Zeit stand still, die Lebensuhren liefen. Diejenigen, die älter waren, vielleicht 55, und die ganze DDR in ihrer Biografie auszutragen hatten, für die dann nach dem Fall der Mauer nichts mehr vorgesehen war, die sind oft sehr bitter und vieles, was sich so mit Ostalgie verbindet, das sehe ich gar nicht so als ideologische Verstocktheit. Das ist ein Kummer darüber, dass das eigene Leben kleiner verlaufen ist, als die eigene Kraft es hergegeben hätte. Das ist ein interessanter Blick, ja. Genau. In der Zeit der Erfüllung dann haben Sie ja eigentlich das Land gefunden, wie Sie schreiben, es war, es wurde meine Heimat. Also ich fand diesen, für mich ist das so ein bisschen so eine Zweideutigkeit oder auch Widerspruch. Ja, es war, es wurde. Wie meinen Sie das? Die DDR war natürlich vorher schon meine Heimat, das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Aber alles war überpolitisiert. Ich sage immer, es gibt zwei DDRen, obwohl die einander durchdrangen. Es gibt das Land DDR und es gab den Staat DDR. Das Land ist noch da, in deutlicher Unterscheidung durch die Prägung der Menschen von der alten Bundesrepublik. Der Staat ist nicht mehr da. Also meine Mutter kommt aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die hat ihr Land verloren. Ich habe mein Land nicht verloren. Und dass ich so die 90er Jahre für die Zeit als Osterklärer zubringen durfte, mich mit Leuten unterhalten, die aus Ängstlichkeit oder aus ideologischer Borniertheit zu DDR-Zeiten niemals mit mir gesprochen hätten, jedenfalls nicht offen, und drucken hätte ich es auch nicht können. Das war für mich eine Erlösung. Insofern habe ich als Mensch von Mitte 30 mein eigenes Land erstmal mir wirklich zu eigen machen können. Also Land als Gebiet praktisch, ja, wo man auch... Ja, als prägendes, ich glaube, ich bin ein heimatfühliger Mensch, ein Herzmensch. Genau. Für mich hat der Begriff Heimat nur dann etwas Negatives, wenn er so was Sofakartoffelhaftes oder Ideologisches und Ausschließendes gewinnt, wenn es sich beißt mit der Weltoffenheit. Genau. Ich finde mich jetzt gleich auch auf, Sie haben auch wirklich nicht gesagt, ehemalige DDR, das ist ja auch so ein komisches, ja, ein komischer Wort, glaube ich, das passt gar nicht, weil DDR ist nun mal, ja, Bayern, steht ja nun mal in der... Das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, wenn ich den Satz, den ich vor 5 Minuten mit Ihnen geredet habe, meinen ehemaligen Satz nennen würde. Ja, genau, das ist... Aber das ist mir nämlich auch immer aufgefallen, weil bei uns ist ja auch, steht halt in der Geburtsurkunde, das ist ja ein Land, das gab es ja wirklich. Ja. Ja. Genau. Warum war es Ihnen wichtig, an den Ort zu gehen, die Wege nachzuspüren, der die deutsche Geschichte geprägt hat, wie das Haus von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, wo die sich versteckt haben? Oder eben Verdun? Warum war Ihnen das wichtig, dahin zu gehen? In meiner Jugend hat mich ein Buch von Stefan Zweig sehr fasziniert, Die Sternstunden der Menschheit. Das ist eine Reihe von historischen Erzählungen, von Situationen, in denen sich für Stefan Zweig die Geschichte so oder so entschieden hat. Wenn das nicht geschehen wäre, wäre was ganz anders gelaufen. Zum Beispiel gleich die erste Erzählung hat mich gepackt. Napoleon verliert die Schlacht von Waterloo, weil ein Drittel seiner Armee nicht eingreift. Und warum greift sie nicht ein? Es gibt einen ganz folgsamen Kommandierenden, das ist der General Grouchy, und der hat die Anweisung, mit einem Drittel der napoleonischen Heeresmacht dort zu warten und sich nicht zu rühren. Der Grouchy merkt aber, dass da 30 Kilometer weiter eine Schlacht tobt. Eigentlich, wenn er selbstständig gedacht hätte, hätte er eingreifen müssen und Napoleon wäre vielleicht und so weiter als Sieger von der Wahlstatt geritten und die europäische Geschichte hätte sich anders entwickelt. Und die anderen Geschichten, zum Beispiel die Entdeckung der Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik oder zum Beispiel Wettlauf zwischen Amundsen und Scott zum Südpol und so weiter. Und sowas schwebte mir eben auch vor, die Weggabelungen, die Scheidemarken der Geschichte nachzuerzählen, aber eben nicht wie bei Stefan Zweig rein historisch, sondern in ihren Wirkungen auf unsere heutige Gegenwart. Denn wir beschäftigen uns viel zu sehr nur mit Aktualia oder unserer eigenen Lebensspanne und wissen zu wenig über unser Herkommen und unsere Prägungen. Man hätte auch noch andere Geschichten reinbringen können, aber ich wollte einfach so eine
Reihe von Erzählungen bis in die Gegenwart machen, damit der Baum nicht einfach nur wie ein Hölzlein in den Sand gesteckt wird, sondern wirklich eine tiefen Wurzel hat und festhält, der Baum meines Buches. Hm. Interessant. Genau. Wie wichtig ist heute diese von Ihnen beschriebene deutsche Herkunft für unsere Identität? Wir haben keine Identität, wir haben Identitäten. Mehrere. Jeder Mensch hat ganz viele Identitäten und die Demagogen und Populisten und auch die Rassisten tun immer so, als ob es da eine Kollektividentität wäre, in die sich jeder quasi uniformiert hineinbegibt. Aber Sie sind ganz anders als ich bin. Sie haben vermutlich eine ganz andere Herkunft. Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann. Sie denken sicherlich auch viele Dinge ganz anders als ich. Aber man kann sich im Gespräch zusammenfinden. Und ich glaube nicht an Identitäten einer Rasse und ich glaube nicht an Identitäten so als Ausschlussverfahren. Das sind alles ideologische Uniformierungen und Überstülpungen, die uns enger machen statt weiter. Ein Mensch von Freiheit und Empathie und geistiger Selbstständigkeit hat um seine Identität oder Identitäten eigentlich gar keine Angst. Er weiß, wer er ist. Die ängstlichen Menschen, die werden auf diese Art und Weise eingesammelt. Denen sagt man, du hast eine deutsche Identität. Du bist Sachse. Und die anderen, die passen hier nicht rein. Gut, und zum Schluss vielleicht mit der aktuellen politischen Lage und allem drum und dran. Was wünschen Sie sich denn jetzt für Deutschland, für Ihr Deutschland für die nächste Zeit? Das ist so ähnlich wie mit dem, was ich vorhin über Verdun gesagt habe. Dass möglichst viele Menschen erkennen mögen, was sie an diesem Europa haben. Nicht immer nur maulen, dass die krummen Gurken nicht verkauft werden dürfen. Das ist alles Pillepalle. Aber das, was tatsächlich in Deutschland und in Europa gelungen ist, nämlich ein im Großen und Ganzen aufgeklärtes, freiheitsförderndes, dem Einzelnen zugetanes, großes Wesen, um es mal so empathisch zu sagen, das wertzuschätzen und es nicht denen auszuliefern, die es kurz und klein machen wollen für ihre kleinen Motive. Gut, in dem Sinne danke ich Ihnen fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.